Der heutige Film heißt Blood in, Blood Out. Ich kenne ihn unter dem Namen Blood in, Blood Out. Der hat noch einen deutschen Untertitel, Verschworen auf Leben und Tod, von Taylor Hackford aus dem Jahre 1993. Dieser Film, den ich ja auch in der Zeit 93, 94 gesehen habe, da war ich 20, 21, war sehr wichtig für mich, sehr prägend für mich, weil zu der Zeit habe ich das Drehbuch zu Kurz und Schmerzlos geschrieben, der auch von drei Freunden handelt, genau wie hier in diesem Film. Meine drei Freunde kommen nicht aus East LA und sind auch nicht Hispanics wie die drei Jungs hier, sondern meine Jungs sind ein Grieche, ein Türke und ein Jugo aus Hamburg-Altona. Aber während ich das Drehbuch zu Kurz und Schmerzlos geschrieben habe, habe ich den Film immer wieder und wieder und wieder gesehen. Ich habe ihn regelrecht studiert, ganze Brocken von den Szenen gesampelt oder geklaut. Und ich habe den Film vor kurzem nochmal gesehen im Zusammenhang mit Rheingold. Und der Film ist wunderbar gealtert. Heißt, er ist überhaupt nicht gealtert. Es ist ein nach wie vor sehr aktueller Film. Der Film hat einen Realismus, den Taylor Hackford da an den Tag anlegt. Und eigentlich ist Taylor Hackford ja so ein Studioregisseur, der Filme gemacht hat wie Im Auftrag des Teufels oder Ray. Aber wenn man genauer recherchiert über Taylor Hackford, entdeckt man auch, dass er Dokumentarfilm-Cutter war. Er hat unter anderem einen meiner Lieblingsfilme geschnitten, und zwar When We Were Kings, der den Film zeigt, Muhammad Ali gegen George Foreman in Zaire 1974. Also auf jeden Fall viel Spaß mit Blood In, Blood Out.